USB, großartiges Medium. Heute die kleine Runde. Wir haben ja noch ein paar Jährchen, hoffentlich können wir noch mehr USB machen. USB für alle. Erstmal, wer bin ich eigentlich? Mal abgesehen davon, dass ich Tofu bin, habe ich hier in Karlsruhe studiert. Und dann das warme Wetter und all das nicht so gemocht, das Essen in Deutschland auch nicht. Jetzt bin ich irgendwo, wo es besser ist mit dem Essen und dem Wetter. Obwohl ich eigentlich sowas hier baue, wunderbare USB-Docking-Stations, auch mit wundervoll überklebtem Logo, ganz professionell, arbeite ich eigentlich viel mehr an DisplayPort, aber das ist ein ganz anderes Thema und da will ich eigentlich eher da unten rollen und weinen. Und der kleine Hinweis, ich bin Legastheniker, insofern, vielleicht ist da noch so der ein oder andere Rechtschreibfehler drin. Genau. Warum USB? Warum überhaupt USB? So Anfang der 90er Jahre mit dem aufkommenden PC-Markt und mit dem aufkommenden wundervollen Dingen, so ATX, Mainboards, generelle Prozessoren, wurde auch irgendwie so der Anschlussmarkt für Peripheriesachen und sowas ein bisschen unübersichtlich und es kamen immer mehr so ganz tolle Schnittstellen raus und das ist irgendwie ein bisschen ausgeartet und daraufhin haben sich ein paar größere Namen, sowas wie IBM, Intel, Nortel und Compaq zusammengesetzt und gesagt, so Leute, wir müssen jetzt hier irgendwie mal was bauen, das alle vereint, den kleinen Sauron spielen. Das Ganze war dann auch 96 fertig standardisiert und ist veröffentlicht worden. Hat dann in so der ersten Version gute 2 Jahre gehalten, bis es dann mit USB 1.1 ein paar Updates bekommen hat, nichts wirklich Großes und Weltbewegendes, um dann 2 Jahre später groß und massiv ergänzt zu werden, einfach weil die Geschwindigkeit und die Anforderungen ganz andere sind oder ganz anders fortgeschritten sind. Und dann werden wir auch gleich an der Geschwindigkeit sehen, dass das ein kleines Schrittchen war. Dann ist ziemlich lange ziemlich wenig passiert. Es ist sowas wie Battery Charging eingeführt worden und Kleinigkeiten. Und dann ist 2008 USB 3.0 spezifiziert worden. Ganz wichtig und spannend an der Stelle ist, dass USB 2 immer noch ein Standard ist, der immer noch gültig ist. Das ist nicht ersetzt worden von USB 3, sondern ergänzt worden. Also so der erste Absatz des USB 3 Standards ist einfach so USB 2, geh und lies es und komm dann wieder. Und 2013 haben wir dann nochmal mehr Geschwindigkeit gewollt. Mehr ist immer besser. Und dann USB 3.1 standardisiert. Und mit USB 3.1 nennt man dann 3.0, 3.1 Gen 1 und 3.1 Gen 2. Weil. Unten haben wir noch die 2 kleinen Marker für Power Delivery und Type-C. Das ist so langsam und schleichend am Einschlurfen. Wer von euch hat denn ein Power Delivery-Gerät? Genau. Type-C? Schon eher? Ich habe sogar eins. Auch da ist noch so ein bisschen am Reinschwubbeln. Da ist auch nicht so viel dabei heute, ist ein bisschen komplexer. Roy. Die langweiligen Zahlen. USB als Standard selber 5 Volt und initial 0,5 Ampere. Das war dann relativ schnell so nicht mehr genug. Deswegen ist das dann mit USB 3 nochmal ein bisschen erhöht worden. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, zwischen USB 2 und 3 ist Battery Charging spezifiziert worden, mit dem man dann 5 Volt und 5 Ampere fahren kann, wenn man das unbedingt will. Type-C macht auch noch mal ein bisschen mehr und Power Delivery habe ich mal ausgeklammert, weil das ist ganz andere Schwarzmagie. An der Stelle der kleine Hinweis, ich mache Software, keine Hardware. Entsprechend nagelt mich nicht darauf fest.
Aber so ganz grundsätzlich und grob haben wir bei USB immer Twisted Pairs und legen auf beiden Kabeln Signal an, auf dem einen Kabel das invertierte Signal des anderen. Am Ende invertieren wir eins und summieren auf, und wenn wir so irgendwelche Störungen auf dem Kabel haben, können wir das relativ gut rauskompensieren. Das ist der Clou dieser Twisted Pairs. Für USB 1 und 2 haben wir genau ein so ein Twisted Pair, das sehen wir auch gleich an den Steckern nochmal kurz. Und für USB 3 haben wir drei Twisted Pairs, damit wir dann auch tatsächlich Vollduplex miteinander reden können, in beide Richtungen gleichzeitig. Und Type-C hat mehr als fünf Paare, also mehr Kabel, aber im Großen und Ganzen fünf Paare, über die wir Daten schreiben. Geschwindigkeit. An der Stelle direkt zum Anfang, das ist eine logarithmische Skala. Ich habe den Fehler gemacht und diese Folie erst mit einer nicht-logarithmischen Skala gebastelt. Wenig Informationsgehalt. Genau, wir haben initial Low-Speed und Full-Speed gehabt. Low-Speed ist für so Maus und Tastatur ist eigentlich ganz praktisch und robust. Angenehm auch mitzuarbeiten, kann man noch so mitklopfen, gefühlt. Fullspeed für damals Festplatten, heute nicht mehr Festplatten. Fullspeed stirbt langsam aus. Ist auch insofern spannend zu sehen, weil du zertifizieren musst, dass dein Device funktioniert. Kommen wir noch zu. Und dafür brauchst du Fullspeed-Hardware. Die kannst du einfach nicht mehr richtig kaufen. Stehst du doof da. Dann haben wir das wundervolle Highspeed. Jeder hat es, sofern man nicht irgendwie Type-C am Handy hat, am Handy. So der Standard. Superspeed und Superspeed Plus machen komplett andere Magie auf den Kabeln. Das ist sehr weit weg von Highspeed und Fullspeed und Lowspeed. Deswegen werden wir auch heute nicht auf Superspeed und Superspeed Plus eingehen. Right. Genau. Zack. Verbinder. Ich gehe eigentlich davon aus, dass jeder die irgendwie gesehen hat. Außer vielleicht Mini B. Und an der Stelle ist auch spannend zu erwähnen, es gibt auch Micro A und Mini A. Aber ich habe tagtäglich auf Arbeit so ein Berg-USB-Kabel und ich wüsste nicht, wo ich im ganzen Office ein Mini A oder ein Micro A-Stecker finden würde. Genau, das Ganze ist insofern auch ganz cool, weil wir mit USB 3.0 tatsächlich Stecker haben, die rückwärtskompatibel sind. Und die 2.0-Stecker tatsächlich in solche Sockets noch reinpassen. Der Typ-A-Stecker, also der große Stecker, ist ein bisschen schwierig immer irgendwie darzustellen, weil der die Pins hintereinander liegen hat. Also hast vorne die alten Pins und dann hast du hinten am Ende nochmal neue Pins. So viel zu dem hardware-nahen Part. Jetzt lassen wir USB 3 hinter uns. Das ist eine ganz andere, komplett umgearbeitete Protokollierung, wie du redest über USB 3, und das wird einfach den Rahmen so ein bisschen sprengen. Deswegen sind wir jetzt zufrieden und glücklich mit Highspeed. Und wir machen, was USB am liebsten macht. Wir bauen uns einen Baum. Und zwar bauen wir uns einen Baum mit der maximalen Tiefe von 7. Ich weiß auch nicht, wer das, weiß nicht, also ich habe nicht so richtig einen Anwendungsfall für meine 7 Hubs ineinander. Aber dabei ist auch wichtig zu sehen, dass wir immer nur einen Host haben, niemals mehrere. Und dass eigentlich alles, was du so an Laptops oder sowas hast, immer schon direkt mit einem Hub im Laptop ist. Also hast dann den Laptop-Host und dann darunter direkt einen Hub, damit du die ganzen Laptop-Ports bespielen kannst. Und wir können 127 Geräte anschließen. Und das inkludiert aber auch Hubs, aber nicht den Host. Denn Kommunikation ist immer nur und komplett von vorne bis hinten kontrolliert vom Host. Und der Host spricht auch die einzelnen Geräte an. Das heißt, der Host selber braucht keine Adresse. Der Host zieht los und sagt, du, ich brauche ein Bild von dir und von dir vielleicht Audio.
Und der Host redet immer nur mit Endpoints. Da kommen wir gleich zu, was ein Endpoint ist. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass die Kommunikation immer Host-Endpoint ist. Nicht irgendwie so Broadcast, ich schieß mal an alle raus, ich mach mal so, sondern es ist ein klares Zieladressending mit den Endpoints. Außerdem cutten wir unsere Kommunikation in einzelne Frames. Das sind in Low- und Full-Speed normale 1-Millisekunden-Frames, und damit man bei High-Speed ein bisschen schneller reagieren kann, hat man das dann nochmal aufgeteilt in Mikro-Frames. Und das Ganze schreit natürlich nach paketbasierten Übertragungen. Right. Der Endpoint. Endpoints haben Nummer. Wir können Nummern von 1 bis 15 vergeben. Endpoints haben auch immer eine Richtung. Also wir können Endpoint 1 als Input und Endpoint 1 als Output vergeben. Damit können wir noch ein paar mehr Devices Endpoints ansprechen. Endpoint 0 muss immer präsent sein. Jedes Device braucht ein Endpoint 0. Das ist der Kontroll-Endpoint, mit dem du auch das Device sich initial identifiziert und du so die initiale Enumeration, also den initialen Kommunikationsaufbau machst, zu dem wir auch noch kommen. Endpoints sind in der Regel irgendwelche Funktionalität. Was das ganz angenehm macht, du kannst dann damit auch irgendwie in deinem Device nur an Audio arbeiten und alles, was die anderen da so machen, irgendwie vielleicht mit Pixeln oder sowas, ist weit weg. Jetzt haben wir ein Kabel, ein Endpoint, und jetzt wollen wir miteinander reden und haben da verschiedene Kommunikationstypen. Wir haben den Kontrolltransfer, mit dem wir sowas wie Schlafzustände kontrollieren können. Wir können auch die Device-Möglichkeiten wieder diese Emotionen durchführen, genau über Control-Transfers und vielleicht andere Settings oder Modi einstellen. Wir haben den Bulk-Transfer. Das ist so, weiß nicht, ich habe eine externe Festplatte und ich will Daten schreiben, und das ist eigentlich jetzt nichts irgendwie Zeitkritisches, ist auch nichts Latenzkritisches. Ich will einfach viel Daten rausschaufeln, dann nehme ich Bulk-Transfers. ISO-Transfere sind so der ganz typische Griff, wenn du irgendwie Audio machst, wenn ich irgendwie meine externe DA-Wandler irgendwie, meine Soundkarte da habe, dann spiele ich gerne mit ISO, um die minimal Audio-Samples rüber zu bekommen, damit nicht irgendwie Pops und Klicks sind. Und der Interrupt, das ist ganz typisch für Mäuse, Tastaturen, also ein Käse, wo man das zyklisch abfragt. Ein Transfer splittet sich auf in ein oder mehrere Transaktionen. Und jede Transaktion beinhaltet immer genau drei Pakete. Wie sehen unsere Pakete aus? Pakete haben eine PID. Das ist mein absoluter Lieblingspart. PID in dem Fall ist das Packet Identifier. Das ist nicht zu verwechseln mit der Product ID. Ist auch nirgends wie dann ausgeschrieben und alles immer aus dem Kontext zu erschließen. Das ist so ein Standard, 700 Seiten und dann PID. Danke. Wir haben eine Device-Adresse. Das ist wieder unsere 127 Devices, mit denen wir reden können. Und wir haben eine Endpoint-Adresse. Der PID ist in dem Fall dann auch Input- oder Output-Kommunikation, damit dann auch der Input- oder Output-Endpoint spezifiziert. Wir machen nur über Token-Pakete und über unsere Datenpakete eine CAC-Summe. Wenn das Handshake-Packet verloren geht, müssen wir eh neu senden. Dann wäre es auch egal, ob das jetzt irgendwie korrupt ist oder ob das gar nicht ankommt oder was los ist. Deswegen unten keine CAC-Summe. Und wir können tatsächlich auch Zero-Length-Pakete für die Daten schicken. Also es muss im Datenpaket keine Daten drin sein. Hat tatsächlich sinnvolle Anwendungsfälle. So, nun haben wir unsere Pakete gebastelt. Jetzt wollen wir mit unseren Paketen von unten hoch einzelne Transaktionen bauen, weil das so ein bisschen ausarten würde, wenn ich jetzt durch alle verschiedenen Transfer durchgehe. In dem Fall einen Write-Control-Transfer beispielhaft. Der Rest ist
ziemlich logisch, analog weiterzudenken. Und in dem Fall auch wieder die Anmerkung, wir denken nur von Host-Seite aus. Auch wenn du das Device selber bist und Firma auf dem Device schreibst, musst du immer verkehrt rum denken. Genau, Setup-Transaction. Wir fangen an, bauen uns unser Setup-Paket, schicken ein Setup Token-Packet mit der PID Setup. Damit weiß der Endpoint, jetzt passiert was. Wir schicken ein Datenpaket, in dem wir den Control-Write, den wir jetzt ausführen wollen, beschreiben, bevor wir dann tatsächlich die veränderten Settings oder die zu senden Daten übertragen. Und das Device muss uns ein ACK schicken. Das Device darf uns nichts anderes als ein ACK schicken, weil die initialen Setup-Transactions müssen vom Device akzeptiert werden. Das ist an der Stelle auch ganz wichtig. Alles, was wir jetzt hier gerade angucken, diese Transfers, sind eigentlich immer Hardware-basiert. Das ist nichts, was du in Software machst, weil du einfach nicht schnell genug bist. Du hast einen Buffer, den schreibst du das direkt rein, wenn du das Paket reinbekommst. Und dann meldest du bei der Software, ich habe ein Paket bekommen. Aber zu der Zeit ist es schon viel zu spät für das ACK. Also das ist sehr viel schneller. Deswegen das ACK. Genau, jetzt haben wir unsere Data Transaction, schicken unser Out-Paket, schicken unsere Daten, können ein ACK senden, wenn alles gut ist. Wir können ein NACK senden, wenn unser Buffer voll ist oder wir, was weiß ich, gerade eigentlich keinen Bock auf USB-Kommunikation haben. Und wir können stallen und damit dem Host zeigen, dass wir den Transfer so gar nicht kennen. Also dass das ein Feature ist, das wir nicht unterstützen. Und am Ende müssen wir nochmal umgekehrt bestätigen, dass die Datentransaction korrekt war. Und in dem Fall schicken wir tatsächlich ein Zero-Length-Data-Packet als Acknowledging. Ich finde es auch schön, dass wir an der Stelle wieder stallen können. So. Also wir haben die Daten angenommen, ist alles gut. Aber jetzt beim Status fällt uns auf, dass wir das nicht unterstützen. Top. Genau, analog geht es dann, wenn du auch richtig Bulk-Transfers machst. Wobei ich glaube, beim Bulk-Transfer zum Beispiel eben dann kein Status mehr so in dem Sinne krass ausgehandelt wird, weil du ja einfach losjodelst. Genau, jetzt können wir grundsätzlich kommunizieren. Jetzt ist die Frage, wie komme ich überhaupt als Host dazu zu wissen, was ich für ein USB-Device vor mir habe? Und dafür gibt es die magischen Deskriptoren, die wir in dem initialen Prozess der Enumeration auslesen. Und da gibt es eine ausführliche Liste von Deskriptoren, die du unterstützen musst oder unter bestimmten Umständen eben nicht herausgeben darfst, obwohl du sie hast. Also oder in verschiedenen Geschwindigkeiten darfst du irgendwie neuer spezifizierte Deskriptoren nicht rausgeben, wenn es eine ältere Geschwindigkeit ist. Und wir können auch in einem eigenen Adressspace unsere firmeneigenen oder unsere hardware-eigenen Deskriptoren spezifizieren, um dann da so die ganz eigene Magie wirken zu lassen. Und die von den requireden Deskriptoren baut man sich jetzt eine Art Baumstruktur auf, indem man einen Device-Deskriptor spezifiziert. Da gibt es dann verschiedene Klassen, zum Beispiel Billboard oder USB-Hub. Das sind noch so ein paar schöne Sachen dabei. Oder eben unspecified. Und wenn wir unspecified sind als Device, geht der Host einen Schritt tiefer und schaut sich an, was habe ich denn für Konfigurationen übrig? Was sind denn für Konfigurationsdeskriptoren da? Liest die aus, guckt sich das an. Kann sich das Ganze auch nochmal als Interface angucken. Mit so einem Interface würde ich natürlichermaßen mehrere Endpoints kapseln, die schöne Funktionalität haben. Also meinetwegen Audio in und Audio out können wir als ein Interface verpacken. Und dann können wir so auch verschiedene Konfigurationen mittragen. Was heißt, meine Soundkarte unterstützt jetzt 48 kHz und 192 kHz. Und in der Konfiguration 48 kHz geben wir einfach keine Funktionalität zurück, weil das unter unser Audio-Würde ist. Sowas. Dafür haben wir unsere wundervollen Deskriptoren. Hatten wir gerade.
Wir sind unglaublich schnell. Ich bin schnell. Jetzt haben wir grundsätzliche Kommunikation. Wir haben unsere grundsätzliche Information. Wir haben die Deskriptoren gelesen. Auf Basis der Deskriptoren können wir dann auswählen, welchen Treiber wir auf Hostseite laden und dann richtige Kommunikation initialisieren. Damit haben wir unsere grundsätzliche Funktionalität hergestellt. Jetzt können wir also tatsächlich unser eigenes USB-Device bauen. Jetzt haben wir das gebaut. Jetzt stellt sich die Frage, was wollen wir denn nun damit machen? Damit wir das tatsächlich kommerziell irgendwie so richtig benutzen können, müssen wir das Ganze als compliant lizenzieren lassen. Sonst wird das uns so de facto niemand abkaufen, weil das potenziell gefährlich sein könnte für andere Hardware, die wir anschließen oder einfach schlechte User-Erfahrungen schaffen könnte. Dafür haben wir das wundervolle Standardgremium der USB Implementers Forum, die da die Wächter und Herrscher sind. Und für die Compliance müssen wir jetzt ein paar Kleinigkeiten machen. Wir müssen ein Electrical Testing durchlaufen. Das sind wundervolle, ich darf Spannungen nicht überschreiten, ich darf nicht zu schnell ansteigen an den Spannungen, ich darf nicht zu langsam ansteigen an den Spannungen. Das sind potenziell teurere Tests, weil du so richtig teure Oszilloskope und Logic Analyzer anschleifen darfst. Aber an sich jetzt nicht überkrass komplex. Wir haben Current Measurement, analog schön, auch mit irgendwie meinem Stromverbrauch, gebe ich dem anderen genug Strom, wenn ich noch nicht enumeriert bin, da darf ich nur minimale Level an Strom ausgeben. Wir haben Chapter 9 Tests, die im 9. Kapitel für Compliance beschrieben werden, total kreativ, in dem wir eben so die grundsätzliche initiale Kommunikation abtesten und abklopfen, damit da nichts Unerwartetes auftritt. Da die wunderschöne Randnote, Verweis unten, wir haben sowohl 2.0 als auch 3.1 und bei den Chapter 9 Tests sind tatsächlich die 2.0er ein Subset von den 3.0ern, aber du musst trotzdem beide laufen und beide bestehen lassen. Kann dir auch keiner erklären, also du kannst zum USBF, zum Workshop hingehen, zu den Leuten sagen, so, wo ist denn der Unterschied? Ja, steht 2.0 und 3.0 drauf. Top. Und wir haben den Golden Tree, der absolute Horror. Das ist ein klar spezifiziertes Referenzkonstrukt aus mehreren Host-Controllern, einem Host-PC und diversen Hubs, die ineinander geschachtelt sind, Full-Speed-Hubs, High-Speed-Hubs, alles das. Und dann steckst du dein Device in verschiedene Stellen rein und darfst dann so runterfahren, hochfahren, schlafen, gucken, dass alles funktioniert. Das ist normalerweise so der große Spaß dabei, wenn du Compliance machen willst. Jetzt sind wir uns sicher, dass wir das alles bestehen. Damit können wir dann zu einem von zwei jährlichen Compliance-Workshops fahren. Das ist auch nur $4,000 für eine Membership. Und den Moment, in dem ihr Member werdet im Implementers Forum, kriegt ihr eure eigene PID, Vendor-ID. Und ein PID könnt ihr dann unter eurer Vendor-ID vergeben und damit tatsächlich eure eigenen Devices identifizieren lassen. Ich persönlich finde das ziemlich cool. Alle Dokumente, alles. Das letzte bisschen zum Beschreiben, was musst du machen für Compliance, was musst du wissen für den Standard, wie funktionieren die Tests, liegt einfach auf der Webseite vom Implementers Forum. Das ist nicht irgendwie so, ich finde es total abartig, diese Standards, wo dann so ein riesen Branding ist. Wisst ihr das? Kennt ihr das? Irgendwie? Also zum Beispiel DisplayPort macht das. Da hast du so über die jede einzelne Seite in so einem hellgrau so lizenziert für Tofu. Kannst du nicht richtig lesen, kannst du nicht mal richtig rauskratzen. So, total ätzend. Ist in dem Fall nicht der Fall. Also kann jeder von euch sich losziehen und angucken. Und wenn man jetzt keinen Bock hat, nach Portland oder nach Taiwan zu fliegen, zu den Workshops,
dann kann man sein Produkt auch immer noch zu den Testlabs schicken und die testen das dann hoffentlich für einen. Kleiner Funfact am Rande. Früher waren die Compliance-Workshops auch gerne mal auf Hawaii. Gerüchten zufolge ist es wohl irgendwann schwer geworden, vor den Execs zu argumentieren, warum du zweimal im Jahr nach Hawaii fliegen darfst. nicht mal das. Jetzt der 100. ist jetzt dann, ich glaube am 9. Juli fängt der 100. Compliance-Workshop an. Und nicht mal der ist auf Hawaii. Schade ist. Und weil ich es euch nicht komplett vorenthalten kann, haben wir auch noch mal eine Runde Type-C und Power Delivery. Type-C ist im Großen und Ganzen zusammengeklebt. 2-3-0 Verbindungen. Es gibt Type-C sowohl als Superspeed als auch als Superspeed Plus. Und dann noch mal ein Twisted Pair, mit dem du High-Speed sprechen kannst. Und der Fakt, dass du 2 Superspeed Connections hast, macht es möglich, dass du über eine der Superspeed Connections ein anderes Protokoll sprichst. Der bekanntere Fall in dem Fall ist dann Type-C im Alt Mode, über dem du dann über 2 dieser Kabel anfängst, DisplayPort zu sprechen. Und dann in der Theorie tatsächlich einfach keine Docking Station mehr brauchst, mich arbeitslos machst. Und den Bildschirm direkt anschließen kannst an dein Handy, Laptop. Genau. Und für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, dieser wundervolle Connector ist tatsächlich in beide Richtungen reinsteckbar. Power Delivery ist für das Laptopladen über USB, glaube ich, im Großen und Ganzen die Idee aufgekommen. Und man kann bis 100 Watt mitspielen. Das führt dazu, dass du hochgehst zu 20 Volt, also du handelst die Capabilities aus und fängst dann erst an Spannung gleich und erhöhst dann die einzelnen Stromflusslimits. Und wenn du bei 5 Ampere angekommen bist, dann schraubst du eine Spannungsstufe hoch und fängst wieder an. Und das ist insofern cool, weil du nicht mehr nur einen Capability Exchange machst zwischen Host und Device, sondern tatsächlich mit dem Kabel. Und ich finde, das ist an sich eine coole Sache. So, ich bin jetzt hier und ich habe ein Device vor mir und mein Device redet mit meinem Kabel. Ja? Vielleicht, also das sind unendliche Möglichkeiten, ich sag euch das. Ganz Großartiges kommt da auf uns zu. Und Power Delivery hat auch so coole Feature, dass du nicht mehr, also das hält sich nicht strikt an dieses Host-Device-Konstrukt. Das heißt, du kannst auch mit einem Device den Host laden in dem Fall, was bis Power Delivery eigentlich nicht geht. Du hast immer den Host, der Strom verteilt an seine Downstream-Devices oder der Hub, der Strom verteilt an seine Downstream-Devices. So. Ich bin unglaublich schnell gewesen. Wir haben den wundervollen Bus, der kleine, von eBay gemopst und der Rest sind Wikimedia-Bilder. Und jetzt hoffe ich, dass ihr nicht so viele Fragen habt. Aber wir haben eine halbe Stunde Zeit für Fragen. Es tut mir schrecklich leid. Ja. Also wahnsinnig schnell. Zum einen kannst du ja dein Device tatsächlich dann auch nur noch... mein Fehler, sorry. Wie ist es möglich, dass ich dann auf so kleinen Kreteldingern schnell genug reagieren kann, wenn ich doch so schnell reagieren muss, um diese initialen AX und NAX zu senden? Du kannst als Deskriptoren dein Device einfach nur als Low-Speed-Device aussprechen lassen und damit hast du dann natürlich gefühlt Zeiten, ganz andere Zeiten, wenn du dir die Geschwindigkeiten anguckst. Zu einem Highspeed, die Reaktionszeit, musst du ja irgendwie sowas wie 25, 30-fach schneller reagieren. Oder? Mehr sogar. Und das ist ja auch kein, also, ja. Macht das Sinn? Mehr Fragen? Äh,
Die Frage ist, warum die Entscheidung getroffen wurde, dass das so einseitig alles vom Host initialisiert wird. Das macht das einfacher. Das macht vor allem auch das Device einfacher. Mein Device muss viel weniger Logik implementieren und mein Device kann damit billiger sein. Mein Host ist potenziell das teure Gerät. So ein Laptop ist jetzt nicht billig, aber so die Hardware in der externen Festplatte, mal abgesehen von der Festplatte, ist jetzt wirklich nicht so teuer. Macht das Sinn für dich? Oder wieso? Ja, dann schieß los mit hin. Das ist aber dann die Aufgabe vom Hoster, wenn ich jetzt eine Maus habe, dann will ich ja als Maus die Updates hochschicken. Warum darf ich dann als Maus nicht sowas, ich nenne es mal ein Interrupt Raisen? Weil das genauso gut funktioniert, wenn du einen stark genug Host-PC hast, der dann einfach zyklisch dran denkt, da mal zu pollen. Und damit muss die Maus selber einfach nur noch irgendwie so einen Buffer sich aufbauen, in den sie ihre Werte reinschreibt und die werden halt dann von der Hardware abgearbeitet und hochgeschickt. Das macht die Maus auch wieder billiger und einfacher zu bauen. Mehr Fragen? Ja. Ja, also eigentlich wollte ich es ja Power-Level nicht so machen, aber wie ist es denn jetzt, wenn ich dann mehrere Geräte zusammenschließe, die alle theoretisch laden? Das ist mein Laptop, der hat einen Akku, kann vielleicht mein Handy laden. Ich stecke mein Netzteil dran und dann habe ich vielleicht noch einen zweiten Laptop, der dann auch irgendwie laden kann. Dann habe ich sowieso wieder einen Hub dran. Also, ist das dann, also was ich frage, wird es da komplett mit Hardware auskommen oder kann ich da eine Software irgendwie dran und solche Werte steuern, was ich verstehen würde? Nee, also das ist schon eher eine Software. Sorry. Power Delivery, wenn ich jetzt irgendwie da auch wieder Bäumchen aufbaue mit Power Delivery Devices, wie kommunizieren die das untereinander und ist das eine Hardware-Kommunikation? Habe ich das richtig aufgenommen? Also ich glaube, soweit wie ich das... Power Delivery Devices sind noch nicht so richtig verbreitet. Außerdem ist Power Delivery auch gerade, glaube ich, noch im Revisionsprozess wieder. Also ich glaube, sie sind jetzt gerade dran, Power Delivery 1.3 oder 1.2 fertig zu spezifizieren. Das ist noch wirklich so ein Ding, das nimmt langsam Fahrt auf irgendwie. Und wenn du dir auf der USB-Webseite anguckst, was so das Ding ist, was gerade groß bei den Workshops, du siehst den Zeitplan auf der Webseite. Also ihr könnt euch von Implementer Forums dann auch tatsächlich die Zeitpläne angucken. Ihr könnt nicht sehen, wer kommt und ihr könnt nicht sehen, was Leute mitbringen. Dafür darfst du dann logischermaßen auch nicht erzählen. Aber du kannst zumindest sehen, was grob getestet wird und das ist einfach wahnsinnig jetzt voll mit PD. Das ist einfach noch nicht fertig ausgereift, sag ich mal. Und der weiter oben liegende Handshake, den kannst du dann schon wieder in Software machen. Das ist tatsächlich wirklich... Das ist weiter oben und langsam genug. Da hast du dann auch nicht so krasse Constraints. Und die Baumstrukturen so, das darf dann durchaus auch ausführlich ausgehandelt werden. Habe ich mich tatsächlich noch nicht tief genug reingewurschtelt, um das in den letzten Details zu kennen. Flo. Gibt es irgendwie, ist erkennbar, dass man auch wieder bei Power Delivery diese, ich glaube, 100 Watt nach oben setzt, weil, also mein Laptop daheim verlangt halt 170 Watt Netzteil. Und ich hätte schon gerne die Möglichkeit, zuverlässig auch dicke Workstations dann über drauf zu laden. Die Frage war, können wir Power Delivery noch erweitern, um auch Schlachtschiffe mit Strom zu versorgen? Schlag mich tot, wenn ich mich ganz dunkel erinnere, meine ich da irgendwie sowas aufgeschnappt zu haben. Aber auch da, Power Delivery ist immer noch schwerst unter Entwicklung und 100 Watt sind, glaube ich, mal ein guter Startwert. Wenn du 100 Watt über dein USB-Kabel prügelst so und das noch nicht anfängt zu glühen, hast du schon mal gut was geleistet. Und dann können wir danach, du kannst ja im Zweifelsfall, ja, ist nicht so angenehm, könntest zwei Kabel bauen, kannst du als so Hersteller so ganz toll so verzwirbelt dann so zwei Kabel mit zwei Steckern bauen. Ich meine, wenn du so einen 150 Watt Laptop hast, hast du ja eh schon so einen Powerklotz, oder? Dein Netzteil ist doch ein Mordgerät. Y-Stecker,
Noch mehr Fragen? Ja. Nochmal. Oh je. ich wusste, dass du mein Nemesis wirst. USB on the go, wie verhält sich das, wie ist das Ganze dazugekommen? USB on the go ist, lass mich mal gerade hier schnell hopsen. USB on the go ist auch in dieser riesigen Lücke zwischen 2.0 und 3.0 entstanden. Und im Wesentlichen auf 2.0 oder auf 2.0 drauf spezifiziert worden. Mit USB on the go ist, ich glaube, es ist ziemlich zeitgleich mit Battery Charging rausgekommen. Und für den Rest, wenn ich das jetzt, schlagt mich tot, das ist die Idee, dass du, glaube ich, oh Gott, nee, ich werde euch keinen Unsinn erzählen wollen, es tut mir schrecklich leid, du hast mich ganz böse kalt erwischt. Host und Device können wir Rollen tauschen. Richtig. Über die 5-poligen Stecker, da ist dann ein auf Masse gezogen oder nicht. Die können dann die Software nochmal umschalten. Okay, die Wiederholung. USB on the go ist die Möglichkeit, dass wir die Rollen tauschen können und damit zum Beispiel ein Handy selber wieder ein Host werden könnte, wenn es eigentlich ein Device war. Und das funktioniert über den 5. Pin in den Steckern. Nein. Wie wir sehen, Mini und Micro haben tatsächlich einen Pin mehr. Und je nachdem, wo wir den hinziehen, wollen wir Host sein oder nicht. Ich glaube, dass du vielleicht auch beantworten kannst. Bei Mini gab es ja auch schon den Hostmodus, aber die meisten Leute so kamen mit dem Mikro-G raus. Das war ursprünglich gedacht dafür, dass du von deiner Kamera die Bilder auf den Drucker ausgeben kannst und dann wahlweise an der Kamera oder am Drucker das Ding bedienen kannst. Dementsprechend muss das eine Host. Mache ich auch immer. Mein Drucker ist total gut im RAW-Dateien verarbeiten. aber auch da, es tut mir schrecklich leid, on the go ist auch krass kein Benutzerfall für uns. Genial, kannst du mit deinem Taschenrechner den Drucker bedienen. Das ist die Zukunft. Okay. Noch mehr. Großartig. Nicht sprachlos, aber ohne Fragen. Genau. Dann danke ich in dem Fall. Und ja? Halfur. Ja, schieß los. Ich habe meine Maus verloren. Ja, das ist schlechter als unseres. Nein. Type-C Alt Mode. Da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig werden, was ich erzählen darf. Type-C Alt Mode hat tatsächlich Limitierungen, was du kannst. DisplayPort, kleiner Vorgriff, hat verschiedene Geschwindigkeiten und verschiedene Anzahlen an Lanes, also wie viele Kabel du verfügbar hast. Und das ist dann ein Handshake über die Capabilities, die du hast zwischen deinem Source und deiner Sync. Und Type-C Alt Mode kann... das hilft euch alles nichts. Type-C Alt Mode kann im Maximum, glaube ich, 4K, aber nur bei 30 Hertz sprechen. Du kannst dann so schreckliche Dinge tun wie dieses DisplayPort Daisy Chaining. Wer von euch hat das jemals gemacht? Tatsache. Zwei Leute, drei Leute. Mein Beileid.
Und dann könntest du tatsächlich darüber auch mehrere Monitore ansprechen. Das ist aber mit Vorsicht zu genießen. Also Type-C Alt Mode muss halt nicht nur dann in dem Fall dein Host, also dein Host muss sehr viel mehr unterstützen können. Dein Host muss ja dann tatsächlich de facto DisplayPort-Chipsatz an dem USB-Chipsatz dran gebappt bekommen. Und du musst dann nicht nur ein USB-Compliance durchlaufen, sondern auch ein DisplayPort-Compliance. Das Wundervolle ist, dass dieses Daisy-Chaining nicht Compliance-Requirement für DisplayPort ist. Die wissen genau, warum. Außerdem ist es null backwards kompatibel. Also Type-C Alt Mode kannst du halt so als Unternehmen hergehen und Docking Stations Alt Mode kaufen, theoretisch. Und dann alle deine Laptops wegschmeißen und neu kaufen. Voll was gewonnen. Beantwortet das die Frage? Ich bin voll der Fan von Alt Mode. Okay. Sonst noch was? Wunderbar. Chunk-Zeit. Ich danke euch fürs Zuhören. Hoffentlich zum nächsten Jahr.